Oh Gott, ey, was schleicht ihr euch immer so an? Oh Mann, ey. Ja. Und damit herzlich willkommen zurück bei Rollercoaster Tycoon 3. Alter. Was ist da los? Außer, dass es wieder dunkel ist. Ich habe hier überall Lampen aufgestellt und trotzdem bringen die nichts. Ich verstehe da einfach nicht. Ich verstehe da einfach nicht. So. Ich hatte mir für heute nichts überlegt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach Bock auf das Spiel gehabt und dachte mir so, pff, baust du mal irgendwas, aber ich weiß gar nicht was. Ich würde euch ja fragen, aber ihr könnt mir da antworten. Ihr antwortet mir ja noch nicht mal, wenn ich euch die Möglichkeit dazu gebe. Also das Video, hier ist noch lange nicht draußen. Wo ich das jetzt hier aufnehme, ist noch nicht mal die erste Folge von Rollercoaster Tycoon draußen. Ich habe nur den Trailer hochgeladen und veröffentlicht und darunter solltet ihr schreiben, ob ihr das Spiel sehen wollt oder nicht. Das Einzige, was ich gelesen habe, beziehungsweise gesehen habe, war, dass da zwei Leute auf Like gedrückt haben. Das ist für mich ja auch schon mal irgendwie so eine kleine Antwort. Wahrscheinlich muss ich das einfach so akzeptieren. Danke übrigens an diejenigen, die das gemacht haben. Aber sagt nie irgendjemand, wenn ich eine Frage stelle, deswegen muss ich mich auch auf nichts vorbereiten. Ich kriege ja eh kein Geld. Viele Besucher sind touristisch. Sollten mir Getränkestände aufstellen. Oh ja. Da könnte ich wohl machen, wa? Siehst du, guck mal, da haben wir eine Aufgabe. Das hier ist zwar der Sandkasten-Mode. Aber ist ja egal, wa? Hier, da kriegst du hier so ein Becher da hingeknallt. Da können wir was draus trinken. Ja, mach doch mal auf jetzt den Saftladen. Ist halt ein Saftladen, gibt halt was zu trinken. Aber das ist Cola. Ah ne, Cola ist ja nichts Geschütztes. So, was wollt ihr da noch zu trinken? Es gibt doch ganz viele Leute. Heiße Schoko, ne, Kaffee, ja, bestimmt viele Eltern, die. Ich drehe das jetzt nicht hier. Koffein. Tabletten. In Getränkeform. Oh. So. Da habt ihr schon mal den Kaffee. Aber ihr wollt doch bestimmt noch was anderes. Es gibt hier nicht einfach nur Wasser. Oh, Limo. Flaschenlimo. Jo. Hier gibt es Flaschenlimo. Oh ja, die Leute sind wirklich durstig. Der auch hier? Oder hast du was geklaut? Jetzt geht er wieder normal. Also ich verstehe das nicht hier. Also was da wieder los ist, ne? Was rennt man hier durch den Park, hä? Was rennst du hier durch den Park? Da, das ist ja ganz langsam geworden hier. Deshalb kannst du mir doch mal erzählen, was du willst. Da, die fliehen doch alle vor irgendwas. Diese Verdammten! Oh, hier gibt es Dragulas Blut. Huselshakes. Guck mal, das ist dein Gesicht. Dein Gesicht. Ich weiß nicht, was los ist. Chips Schleduder. Nö! Ah, jetzt laufen die mit dem Schiss da zum Park, wa? Hier kann ich eigentlich damit hier eigentlich ein paar Leute sich da ein bisschen erholen, oder? Oder ich mache hier einfach einen Weg dann durch. Genau, das ist so ein kleiner Weg, das wird überfüllt. Dann raste ich aus. Weil, ich glaube, das hier kann ich wegmachen. Ich sagte, da kann ich wegmachen. Und, das Bäumchen da auch. So. Das könnte ich theoretisch auch, aber das wäre irgendwie doof, als Schwimmbad machen, wa? Ich könnte das Schwimmbad hierhin erweitern.
Ich könnte allerdings auch mal das Schwimmbad hier erweitern und dann auch so eine Sektion da einbauen. Pass mal auf, guck mal. Ich mach das jetzt so. Ich guck kurz auf die Uhr. Sagen wir mal, ich habe jetzt 4 Minuten aufgenommen. Chipsdiluder erforderte gerade eine Notabschaltung. Okay. So, ich mache das jetzt so. Hier sind die Bäume. Ich will nur die Bäume. Hier wird auch nochmal ein Baum. Der ist aber zu groß. Ich wollte dazu als Randbepflanzung für Becken hier machen. Was ist da? Geflügelte Verzückung. Das sieht unecht aus. Ich wollte hier so was Palmartiges. Große Kokospalme ist das gleiche wie. Gibt es auch eine kleine? Große Ulme. Ich kann hier natürlich nicht mitteleuropäische Pflanzen mit Palmen mischen, obwohl ist eigentlich auch egal. So ein paar. Aber ich hätte halt schon gerne so beim Schwimmbad. Oh, Alter! Oh! Beim Schwimmbad gerne so Palmenartiges. Kokosnusspalme, Königinpalme. Jo. Jo. Das könnte ich machen. So, pass auf. Aber das mache ich gleich erst. Also erstmal. Warte. Mach ich das da. Und dann mache ich wieder verbinden. Mit dem Schwimmbad verbinden. Und dann baue ich erstmal wieder eine Kacheln. Kacheln. Ich wollte die Kacheln. Da. Meinst du so ein. Ich baue erstmal so. So hier. Obwohl, da passen da keine Bäumchen mehr hin, wa? Ah, ist ja auch egal, hier kommen wir schon so. Nee. Obwohl, ich muss ja gar nicht Geld sparen, wa? Und in die Richtung kann es ja dann auch noch gehen. Genau, das mache ich direkt. So. Und so. So. Und da. Ich weiß nicht, warum das hier so ist, Diagonale. Weite Kurve, oder warte hier, was ist da da? Könnte ich hier halt so was hinbauen? Ja. Nee! Die Bäume, das wollte ich nicht. Oh, jetzt wird es hier dunkel. Ich sehe nichts. Oh mein Gott! So eine Ficke hier. So, ich wollte das eigentlich so machen. Jetzt muss ich gleich die Bäumchen wieder einballern. So, hier zum Bahnschwimmen. Und du brauchst dich da gar nicht aufhalten. Geh mal da weg. Genau. So. Hier muss ich jetzt auch keiner aufhalten. So. So, jetzt kann ich die Bäumchen einballern. Ah ne, ich mache erstmal noch so ein paar kleine Klamotten rein. Was haben wir da hey? Also hier das hier müssen wir auf jeden Fall erweitern, weil sonst wird da hinten vielleicht ein bisschen knapp. Hier wird sich auch viel tummeln, aber die meisten, die werden ja dann bestimmt auf die Bahn gehen. Klatschbecken. Klatschbecken. Also das habe ich ja, glaube ich, schon umbenannt, aber. Das ist der Klatsch Umklei Umklatsche. Der Klatsch und Klatsch. Mach mal die Klatsch und Klatsch. Hör auf. Ha, Stefan, du bist heute so lustig. Ja, ist doch schön. Soll ich hier in mieser Laune sitzen oder was? Arschlöcher. So, die Pelmschen. Ich wollte die Pelmschen haben. Jetzt muss ich erst wieder da runter scrollen. Und jetzt leckt es wieder.
Wo ist die scheiß Palme? Ich muss kurz was trinken. Kleine Fliege hier drin. Nee. Ah. Oh. Wie sieht die denn aus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah! Wässrige Palme. Ah ja, hier. Makroben, Königinmarmor. Kokosnusspalme. Und der gibt doch, glaube ich, auch noch die Kokospalme. Die baller ich da erstmal wieder hin. Große Kokospalme. Bäm, Alter. Bäm, Alter. Bäm. So. Jetzt könnte ich theoretisch, aber auch nur theoretisch, nicht praktisch, das lasse ich. Ich brauche mal hier noch weiter die Palmen drum rum. Ah. Ich habe irgendwann habe ich zwischen die Zähne. Ich hatte nämlich eben die Matjes. Ach, da ist ja gar nicht die Palme. Doch. So, hier. Oh, Leute, Alter. Ein bisschen Palmenwald. Königinpalme. Was hat der Königinpalme? Königinpalme, Königspalme. Ah, jo. Ja, so ist das richtig. Dann machst du das abwechselnd hier so ein bisschen. Königinpalme ist dann hier so dazwischen. Bäm, Alter. Und dann haben wir noch den Mangrovenbaum. Mangrovenbaum, habe ich gesagt. Das ist auch schön. Das ist leider hier nichts. Aber dann könnte ich hier rüber bauen, wa? Das könnte ich ruhig mal machen. Das ist jetzt eigentlich. Also, wenn man es so betrachtet, ist das eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Oder wolltest du mir da widersprechen? Was ist das hier für eine scheiß wässrige Palme? Was soll das? Hör mal, da hat schön wässrig. Estrisch. Ach Gott, ach Gott. Nein, ich habe nichts getrunken. Ich glaube, das lasse ich so. Man muss es jetzt auch nicht zuscheißen mit den Bäumen. Ich meine, Bäume sind ja auch. In der Natur sind Bäume ja eine Plage. Nicht umsonst. Werden die ja zuhauf abgebaut. Holz. Also da darf man jetzt hier auch nicht übertreiben. Sonst beschweren sich die Gäste. So. Jetzt können wir hier noch einen Dreimonitorturm. Das Wellenbad, weiß ich nicht. Das kann da drin bleiben. Connecten mit dem Bad hier. Und dann haben wir hier noch ein paar Lischen. Ah, jetzt pass auf, hier, der darf nicht fehlen, der Bademeister. Der muss an jedem Becken, muss mindestens einer stehen, sitzen. Und hier, daraus bitte steigen und da. Ich weiß nicht, kann man hier auch raus? Soll ich sie hier auch rauslassen? Ja, oder? Doch. Dann mach ich gleich noch Lämpchen im Becken. Ein richtiges Ferienparadies. Und jetzt macht doch einfach. Weil auch wenn es nicht symmetrisch ist, ich stehe ja sonst auf Symmetrie, aber bei so einem Schiss da jetzt hier nicht. Lass ich. Da ist, glaube ich, symmetrisch. So. Ach, Schnüss. Also, Infotante ist ausgefallen. Warum ist die Infotante ausgefallen? Ist sie krank oder was? Was ist das denn? So ein blöder Stand. Stand-GP oder was? So und so, Alter. Und das Lämpchen, das muss ich auch noch anrahmen. Klebe doch einfach dahin. Klebe doch dahin. Wo ist denn das Problem? Klebt da jetzt eins? Und ich glaube, hier habe ich eins hingeballert und
Ich hier eins hin? Ich weiß es nicht. Sieht man das? Klebt da jetzt eins oder was? Da klebt wohl eins. Und hier. Wieso? Wieso geht das nicht? Oh, ich raste aus hier. So, da kriege ich eins rein und fertig. Ah ja, hier will ich auch noch eins. Dann mache ich eins dahin. Eins dahin. Geht das jetzt hier einfach nicht oder was? Doch. Alter. Da sehe ich ja gleich, wenn du wieder. Hier ist also auch nichts. Aber die gehen an, doch. Komisch. Hab ich hier dann fabriziert? Ah ja, das sieht auch schön aus, wa? Oh, wie schön. Oh, wie schön. Oh. Oh. Jetzt sehe ich auch den Rest nicht. Ich muss nämlich noch weitere Lampen hinstellen. Tada. So, da ist noch ein Lämpchen. Dann ist da unten in der Ecke noch. Warum geht das nicht? Was ist denn. Was ist denn das Problem, Alter? So, hier. Das. Da Lämpchen hin. Da auch noch. Da. Da und da. Das sieht ja alles ein bisschen komisch aus hier, ne? Mit dem komischen Quadrat. Was soll das? Was soll ich machen? Ich kann das nicht ändern. Was haben wir da? He? Können wir das noch irgendwo hinballern oder was? Ja. Da können wir noch eins hinballern. Da. Dann haben wir da auch abgedeckt. Hier können wir auch noch eins hier, oder? Ah, ja. Ah, hat Hündis nicht öffnen dürfen. Das ist ein richtig gutes Becken für so ein Dreier. Für ein Dreier, wa? Ja. Da ist nicht voll geknallt, oder? Da geht halt. Doch, doch, das geht. Das geht. Warte mal. Sonst noch, ich glaube, das war jetzt mal alles. Machen wir hier noch so eins dahin. So. Und dann haben wir das Schwimmbad fertig ausgebaut, oder was? Wie seht ihr die Geschichte? Ist das gut, oder was? Ist doch schön. Ich finde es schön. Bis auf das mit den nicht beleuchteten Quadraten. Aber ihr müsst ihr euch einfach so vorstellen, als wären die beleuchtet. So, ich weiß gar nicht mehr. Ah ja, ich weiß jetzt wieder. Ah ja, ich kann noch ein bisschen klatschbecken. 154 Personen in der Badanlage. Die Stadt hier sieht relativ ungemütlich aus. Ach, duschen! Ah, da haben wir genug eigentlich, doch. Ja, da haben wir genug. Das schickt schon. Hier haben wir gar nichts zum Reinspringen. Was ist das? Was ist das? Ach, jetzt weiß ich, was das ist. Ein Stück Fisch. Meinst du, ich kriege in der Folge noch eine Bahn hin oder so? Eine kleine. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Schwimmbad schön ausgebaut. Hier könnten eigentlich noch Palmen sein, aber ist ja auch nicht schlimm. Mal gucke ich mal, was das noch so an kleinen Bähnchen gibt. Bähnchen. Kinderbahn. Nee, aufregende Fahrten. Donnerbobs. Ah ja. Doppel-Oderkopf-Schwingbahn. Doppel-Himmelsrad. Drehführung. Nichts mehr, was mit Drehen zu tun hat. Ich will da ja selber mitfliegen. Wollte ich einen Freefall-Tower machen? Ich meine, hier ist ja auch so was Ähnliches. So habe ich mir das dabei vorgestellt, dass ich einfach hier Bahn baue und dazwischen so Szenarienobjekte und das ist eigentlich ganz witzig. Ich könnte mich ja hier mal dran versuchen, wie das aussieht mit so, was kann man denn hier machen? Ja, was kann man denn hier machen? Plattes Terrain. Terrain höher. Terrain niedriger.
Terrenkacheln anpassen. Terren niedriger. Oh. Hey. Ja, und jetzt will die Stadt, jetzt hätte die Stadt gern höher. Komm, hier machen wir da mal hoch. Und jetzt wieder niedriger. Damit das natürlicher aussieht. Ja. Ja, genau. So wollte die Stadt. Das ist schön. Es ist zwar ein bisschen jetzt hier so, ist zwar, geht zwar rein, aber ist ja nicht schlimm, zumindest. Sieht nicht so künstlich aus. Genau wie hier. Jetzt schau auch irgendwo. Jetzt schau irgendwo. Wenn ich es allerdings jetzt hier nicht finde, ist mir auch egal, weil dann sieht man es ja eh nicht. Ich finde es nicht. Gibt es dazu gehauft? Oder ist es bei der anderen Bahn gewesen? Da! Ja. Hier auch. Ich weiß aber nicht, was das macht, wenn ich jetzt hier. Da die Wege sich. Schießt Sound rum, aber was ist hier passiert? Das ist ja wie ich. Oh, das ist ja wie ich ein bisschen scheiße. Der Weg hängt auf jeden Fall wieder zusammen, aber hier nicht. Fühl dich zusammen, Weg! Wir gehen auf jeden Fall lang. Das sieht hier jetzt nicht so schön aus. Ich lasse das auch jetzt mit dem Szenario, mit dem Terrain, mit dem Terrain. Da gucken wir nie wieder hin. Nie wieder. Ich guck da nie mehr hin. So, ja. Ah, ja, nach einer kleinen Bahn wollte ich noch gucken. Sanfte Fahrten. Naja. Eine Delfinshow. Die können wir uns dann auch mal angucken. Die können wir uns dann mal angucken, oder? Muss ich da noch mehr bauen? Ah, die muss am Wasser sein, wa? Aber an welchem Wasser? Objekt muss auf dem Wasser platziert werden. Aha! Gut, dann will ich doch mal hier. Mit dem Terrain. Das mache ich jetzt. Und dann machen wir eine Delfinshow. Aber Stefan, Delfine werden voll gequält. Ja, ich weiß, aber das ist ja virtuell. Das hier ist virtuell, Leute. Da darf man jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Das ist nämlich, glaube ich, ganz gut da. So, ihr Wasser. Ich will ihr Wasser füllen. Noch mehr. Weniger. Mehr. Jetzt wird hell. Ich sehe nicht, wie das aussieht. Kann man das so lassen? Ich sehe den Sternenhimmel.
Sternenhimmel. Oh, beep, beep, beep. So, und dann wollte ich mal gucken, wie das hier aussieht. Ich glaube, es gibt da nämlich auch noch eine Wahlshow. Sanfte Faden. Aquarium. 3D-Kino. Also erstmal die Delfinshow im Auge behalten. Hier ist nämlich auch eine Killer-Wahlshow. Da ist das Wasser zu klein. Kritisch. Mal schon ein bisschen wer am Wasser hier rumwurschteln. Ist kein Grund, das Becken hier zu leeren. Das ist jetzt nicht besonders schön. Und das fülle ich jetzt wieder mit Wasser. Das ist doch das Wasser, oder? Auch dieses Dunkel und Hell, was soll denn die Scheiße? Ah, es wird jetzt hell. Aber trotzdem, ey, was soll das? Das Ufer soll auch nicht zu steil sein. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ja, ich glaube, das geht. So, kann ich denn da jetzt endlich mal so eine Delfin-Show und eine Killerwahl-Show darauf ballern oder was? Einfach mal in Ruhe da, die Wellchen da rumschleudern. Ach, willst du mich denn verarschen oder was? Hä? Aktuelle Position überschneidet sich mit dem Boden. Wie? Ich weiß nicht, was die von wollen. Wie groß soll er denn noch sein? Gut. Was blitzt das hier so dämlich? Schneidet sich mit dem Boden, Alter. Wie tief muss das sein? Das ist jetzt mega tief, Alter. Du kannst ja drin untergehen und sterben. Ich hätte jetzt gerne Killerwahlshow. Boah, Alter, ich will keine Karaoke-Show. Was ist das für eine Ficke? Habe ich auch nicht draufgeklickt. Da. Nichts jetzt hier überschneidet sich mit dem Boden. Es überschneidet sich nichts mit dem Boden. Mit einem anderen Objekt. Und jetzt wieder mit dem Boden. Aber das ist immer noch nicht tief genug. Alter. Ich will die Killerwahl-Show sehen. Oh Mann, oh. Hä? Das muss ich jetzt. Ich mache das jetzt gleich noch ein bisschen höher und zwar Terrainkacheln anpassen. Ne, ich wollte das so. So, das ist ein bisschen zu tief, finde ich. Kannst du mir auch nicht erzählen, dass der Killerwahl-Show da nicht reingeht. So. Das müsste doch jetzt eigentlich mal funktionieren hier. Also das ist doch wohl hier. So, noch ein bisschen höher. Oder geht es noch höher? Jo. Na also, geht doch. Das ist schön. Ja. Schade. Ja. So, hier. Hui. Der Eingang ist da. Ne, warte mal. Weg, weg. Weg, weg. Da, da. Da, da. Weg.
Junge! Ey, Junge! Killer Wars Show 1, nein! Ich will nicht Killer Wars Show 1 löschen, ich will das eine da löschen. Eingang, bitte dahin. Ausgang dahin. So. So, liebe Kindertöre, ich findet euer Benjamin Blümchen. Und ich trete euch mit meinen Riesenstelzen erstmal so richtig in den Arsch. Anstellwege, was haben wir denn hier? Ja, ne, Western nicht, aber das sind so Holzdinger, das ist ganz gut. La 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 la. Nee! Was da jetzt schon wieder? Ah, das ist doch nicht dein Ernst, oder was? Ist das... Ist das jetzt das, was ich glaube, dass das ist, was du mir hier erzählen willst? Jetzt wird es doch schon wieder dunkel, Alter. Naja, doch, ja, kann ich so lassen. So, ich weiß ja nicht, wie die Leute, wie gerne die hier drauf gehen werden. Deswegen mach ich eins so und nochmal eins so. Und dann geht er nochmal nach oben. Ne, das hätte ich vorher machen sollen. So. Hoch. Und wieder so. Und wieder so. Und dann sind wir auf der Höhe vom Wasser, wa? Vom Stief. Ja. Ja. Und wieder so. So, und jetzt geht da der ganz normale wie Schlangen. Ist da? Jo. Und da. Bäm, alla. Bäm, alla, bäm, alla, bäm. Ja, doch. So. Und jetzt so. Geht genau hier an der Go-Kart-Bahn lang. So. Dann baue ich da noch eine Infoscheiße hin. Hiha, hiha. Information. Die geht ja wohl in alle Richtungen oder was? Falls nicht, geht's nicht. Toll. Du brauchst dich noch gar nicht so zu freuen. Wahlformation. Und jetzt natürlich hier wieder Bänke. Oh, dieses... Oh. Ah. Da könnt ihr euch schon mal hinsetzen. Kann man sich auch hinsetzen? Doch, eigentlich schon, aber warum sollte man sich am Anstellweg hinsetzen? Hallo! So, ihr könnt eure Moment. So, eine Mülleimer. Machen wir eigentlich. Ja, komm hier, machen wir direkt gegenüber. Das ist ganz gut. Da können Leute ihren fetten Arsch, müssen die dann nicht so weit bewegen, wenn sie auch, wenn sie irgendwo sitzen und irgendwas futtern. Und jetzt noch die Lampen. Gotisch wie Flambe. Nee. Ich will die ganz normale, hier, die Straßenlaterne, Parkweg. Einmal dahin, dahin. Müssen wir dahin machen, dahin. Und dahin. Und dann machst du auch direkt eine hier. Aber wieder rot!
Das ist doch trotzdem noch auf dem Weg. So, und jetzt werden wir uns mal die Wahlshow angucken, wa? Haben schon Wahlinformationen jetzt aufgemacht? Jo. Steht er hier schon an? Nee. Ist ja auch nicht offen. Freewilly. Keine Musik. Und auf. Und ich will jetzt Wahlshow gucken. Los, Leute. Begebt euch dahin. Guckt euch jetzt die befickte Wahlshow an. Wo ist das Problem, Leute? Wo ist das Problem? Na los. Warum geht da keiner drauf? Ich habe den Wal extra aus seiner Freiheit geholt. Das sieht auch irgendwie kacke aus. Vielleicht deswegen, oder? Das sieht halt aus, als würde da keiner runtergehen können. Doch. Ja, warum will denn dann da keiner drauf, Alter? Es ist doch offen. Weißt du was? Da gucke ich mir die Wahlshow alleine an. Die dämlichen Ficker. So. Ja, gut. Was ist denn mit euch? Es wird schon wieder dunkel! Ah, krieg ich die Kopfschmerzen. Ich stelle hier nochmal Personal ein zum Putzen. Das sind Besucher. Und Reinigungskraft. Alles dahin. Heiser Fächer, Reinigungskraft. Fettsau vor dem Herrn. Habe ich glaube ich schon mal irgendwo. Ne. Ja, doch. Da geht einer. Oder ist das nur der Parkinspektor? Ah ja, ich habe was vergessen.
So, hier und hier und hier und hier. Ja, endlich. Die Leute gehen da drauf. Oh, da ist Wahlshow. Ah, ich will das sehen, wenn es anfängt. Da muss ich mich erstmal anstrengen. Ich will noch nichts vorweggenommen haben, Leute. Ich will wirklich noch nichts vorweggenommen haben. Aber ich will euch jetzt halt auch nicht langweilen. Das war schwierig. Alter, ich muss gleich aufhören hier. Das geht schon viel zu lange. Mama! Es ist aber doch schön hier. Ich finde es hier schön. Hier muss noch ein bisschen mehr beleuchtet werden. Das mache ich auch noch. Hier blitzt immer mal wieder. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Jetzt mache ich los. Die Wahlshow. Fertig. Vielleicht muss ich noch ein paar Ich baue noch in der Zeit hier ein paar Fressbuden hin. Börscher. Passend dazu. Oh, Döner. Da, bitteschön. Walfleischdöner. So, jetzt kann ich mich hinsetzen da. Es geht los, Leute. Wow! Yay! Das war doch eine schöne Show. Ja, Leute, das war dann auch schon von Rollercoaster Tycoon 3. Mit Soket und mit Soket und mit. Ich kann nicht lesen. Es ist auf jeden Fall Soket und Wild. Soket und Wild. Boah, also dann, bis zur nächsten Folge. Und bis dahin, wa? Ciao! Aua, mein Kopf! Aua! Ah!